Alter, habt ihr das gesehen? Der hat dem fast die Hälfte abgezogen mit einem Treffer. Der hat den einfach außer Gefecht gesetzt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry in der Bertha, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal, ja, im Grunde haben wir es geschafft, beim letzten Mal, irgendwie habe ich es geschafft, eine Überflussgesellschaft zu erzeugen. Wir haben im Grunde eigentlich alles im Überfluss. Wir haben sogar den Luxus, dass wir unsere Schiffswaffen schon auf Stufe 2 geupgradet haben, zumindest die vorderen. Die hinteren sind noch auf Stufe 1. Ich gucke jetzt mal, wie teuer das ist, die zu upgraden. 240 Stahl und ja, das können wir uns mal leisten. Machen wir das mal, würde ich sagen, dass wir uns das mal leisten, weil wir haben tatsächlich einen mordsmäßigen Überschuss, ja, fast an allen Sachen eigentlich. Wir haben sogar einen Wasserüberschuss. Hier wird nämlich fleißig gefiltertes Wasser, also aus der Wasseraufbereitungsanlage, eingelagert. Das müssen wir noch anschließen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das werde ich wahrscheinlich in einem sehr langen Rohr mal hierhin verlegen. Es ist jetzt sogar schon so, dass die LKW teilweise gar nicht mehr wirklich wissen, wohin mit den abgeräumten Rohstoffen. Also teilweise Kohle ist so voll, dass manchmal der LKW sogar nicht weiß, wo er hin soll damit. Und auch beim Eisen hatten wir das Problem jetzt schon, dass hier der LKW, der weiß gar nicht, wo er mit dem Eisen hin soll, weil das Silo halt einfach noch voll ist. Da sollten wir auf jeden Fall mal kurz pausieren, denn ich möchte das gleich mal nutzen und hier nochmal neue Schüttgutanlagen aufbauen, definitiv, damit da noch mehr eingelagert werden kann. Das hatten wir beim letzten Mal schon gemacht beim Kupfererz, dass wir da das erweitert haben dann. Jetzt muss ich nur dran denken, dass ich die Einstellungen, dass ich die dann entsprechend, ich mache mal hier schnelle Lieferung, dass ich die dann entsprechend hier auf den übertrage. Also das, was hier an Einstellungen ist, muss jetzt hier auf den an Einstellungen sein, grob gesagt. So, das heißt LKW-Export aus, LKW-Import an und vollladen, genau. So, das ist so der Plan und hier machen wir einfach dann entsprechend den Import aus, genau, und dann wird das ja hier jetzt erstellt, weil dann haben sie nämlich noch mehr Kapazität und wir haben ein bisschen mehr Puffer. Wenn jetzt zum Beispiel mal was passiert, wie die Mine hat nicht mehr genug Fläche zum Farmen von Erz zum Beispiel, ich vergesse zum Beispiel das zu erweitern, ja, dann haben wir ja dann immer das Problem, dass dann sofort in ein paar Sekunden das Silo wieder leer ist, weil das ja hier mit MK2-Band das Erz schon verteilt und so. Und so haben wir das Problem dann jetzt nicht. Ja? So haben wir das Problem nicht, so haben wir jetzt einfach doppelt so viel Kapazität im Puffer. Und das ist eigentlich nice, das müssen wir mal so machen, genau. Und genau, dasselbe sollten wir eigentlich auch mal bei der Kohle machen, weil ich glaube, bei der Kohle haben wir langsam auch ein ähnliches Problem, dass da auch der Puffer nicht ganz so groß ist. Und das könnte man da natürlich auch gleich mal entsprechend lösen, würde ich sagen. So, auch da macht man natürlich wieder schnelle Lieferungen. Wir weisen Kohle zu und wir sagen hier entsprechend, guck mal, da haben wir das sogar nur auf die Hälfte auf Vollhalten. Das ist völlig unnötig eigentlich. Da können wir dann sagen, mach das so, LKW-Import aus. Und hier sagen wir dann Vollhalten und LKW-Export aus. Import ist an. Jetzt müssen wir nur die Prios vielleicht nochmal ein bisschen höher stellen, dass wir hier sagen Prio 5, weil da wird ja der Strom gespeist. Also das heißt, das sollte eine höhere Prio haben. Hier müssen wir, glaube ich, auch schauen, dass wir, jawohl, das ist ja egal hier mit Prio, glaube ich, weil die sind ja eh, die können ja eh nur das Eisenerz jetzt dahin liefern. Das heißt, hier ist die Prio Wurst tatsächlich. Da müssen wir gar nicht drauf achten. So, und jetzt geht es darum, dass wir eine Pipeline für das recycelte Wasser mal bauen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil da muss man ganz schön lange Leitung bauen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Captain of Industry in der Beta reinziehen, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne auch mal in die komplette Playlist rein. Die ist nämlich immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke oder am Ende verlinkt. Und selbstverständlich könnt ihr auch einen Kommentar da lassen und mir sagen, wie ihr dieses Projekt hier findet und vor allen Dingen, ob das weitergehen soll. Das ist ganz wichtig. Das sind ganz wichtige Infos für mich. So, dann zieh das mal hier lang, schön an der Stadt vorbei, genau, weil wir wollen das jetzt nicht direkt in die Stadt reinfüllen, das Wasser. Wir wollen das, wenn dann, idealerweise mal hier so dran vorbeilegen an der Stadt. Und eigentlich möchte ich das gerne hier so drüber legen noch so. Da ist nämlich so schön viel Platz noch. Können wir das, ja so, warte, so, wenn wir das, er will das nicht da oben drüber legen. Will er irgendwie nicht machen. Wer, ah doch, jetzt.
Jetzt. So will ich das haben, genau. Dass wir das hier einfach jetzt mal so oben drüber packen. Und hier müssen wir sowieso dann eine Kurve machen. Ich muss halt jetzt gucken, dass da auch die LKW so noch ein bisschen drunter durchfahren können. Das ist halt ganz wichtig. So. Und dann, da geht es ja nicht drüber und nicht drunter. Da geht es höchstens drunter und drüber, genau. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Drunter und drüber ist jetzt nicht so toll. Dann lieber so drunter und dann drüber. Drüber und dran vorbei. Das müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das hier hinkriegen jetzt. Warte, kriege ich das da vielleicht noch irgendwie drüber? Nee, hier, warte mal, hier mache ich es drunter. Hier mache ich es einfach drunter. Das ist doch eine gute Idee. Oh. Warte, jetzt habe ich es, genau. Können wir das da noch ein Stück nach da? Nee, warte, noch weiter runter. Ah nee, wenn ich es noch weiter runter mache, kann, glaube ich, keiner mehr drunter durchfahren, oder? Ich weiß es gar nicht. Hier will das auch nicht drehen gerade. Warte mal, ich glaube, hier müssen wir das mal kurz etwas drunter machen und dann wieder ein bisschen hoch. Jetzt klappt das, genau, guck mal. Jetzt kann ich das hier langlegen. Ich will das da mal ein bisschen ausnutzen, mehr den Platz noch. Weil die Bagger können eh nicht drunter durchfahren. Unter dem Rohr. Die müssen ja eh die Rampen benutzen. Insofern kann ich das dann hier auch mal so machen jetzt. So, wunderbar. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, gleich aufpassen. Da müssen wir nämlich dann mal eine Abzweigung nehmen. Genau, da müssen wir vorne nämlich da dann unter der Rampe durch. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht verpassen da. Deswegen ziehe ich das jetzt hier einfach mal noch, ja, ruhig mal wieder ein bisschen höher gehen hier jetzt. Genau, so. So, und dann hier müssen wir jetzt runter. Ganz runter, komplett runter. Aber warte, vielleicht jetzt noch nicht hier, sondern hier lässt du vielleicht nochmal oben. Und dann da runter, genau. Warte, vielleicht noch bis hier. Und da dann runter. Genau, so, und dann da rein. Genau, funktioniert auch, hervorragend. Mein Gott, das ist die längste Leitung mit, die wir hier am Start haben, glaube ich. Denke ich. Können wir das hier irgendwie so gerade auslegen? Nee, geht nicht, wa? Der will er nicht machen. Will er nicht machen. Wenn er es nicht macht, hat er nicht gewollt oder er konnte nicht. Was soll denn der Geiz? Solange wir da nicht aus Versehen irgendwie die Ströme kreuzen. So, hier wird es jetzt spannend. Also, wir wollen am besten eigentlich beide Leitungen jetzt anschließen hier. Also beide bedienen. Ich würde gerne da in das Rohr, also in das da und in das da. Und in das da auch. Ich will in alle Rohre rein einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Hier erstmal hier geradeaus rein, so. Das ist nämlich das, was die Farmen speist. So, und dann haben wir, das hier war Gülle, Dünger meine ich. So, und dann müssen wir, genau, warte noch mal kurz. Dann müssen wir da noch rein mit einer Abzweigung, würde ich sagen. Weil da verteilt sich ja auch noch Wasser nach links und rechts. So, und dann haben wir dieses recycelte Wasser tatsächlich sinnvoll investiert. Ich mache gleich mal direkt hier schnelle Lieferung. Das mache ich jetzt mal an allen Stellen hier. Wir haben das recycelte Wasser, ja, geliefert jetzt. Das ist ja der Wahnsinn. Das bauen sie jetzt ja auch, denke ich mal, nebenbei, oder? Das machen sie. Ich meine, hier ist kein Schnelllieferbutton mehr, deswegen gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass sie das machen. Müsste eigentlich, ja, das dauert halt einfach nur einen Moment. Ja, guck mal, hier ist jetzt schon vollgelaufen, der Container, und irgendwann staut sich ja dann auch das Dreckwasser zurück. Noch ist Platz im Rohr, aber irgendwann ist das Rohr dann voll und dann wird es eh dann wieder alles hier. Das wollen wir ja verhindern, ne? Das ist ja die Idee, dass wir dieses Schmutzwasser und die Abfälle und den ganzen Schnodder, dass das nicht alles immer ins Meer gekippt wird. Weil wenn das alles immer ins Meer gekippt wird, haben wir das Problem, dass die Leute krank werden. Und dann verlieren wir tatsächlich Einwohner und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Einwohner verlieren, wir wollen eher tendenziell langfristig noch mehr Einwohner bekommen. Das ist also ganz wichtig. Storage Alert, Holz Supply Low. Ja, das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass sehr schnell sehr viel Holz verbraucht wird gerade. Aber da kommt schon wieder einer, der liefert schon wieder. Alles gut. Ist schon wieder alles in Ordnung. Da habe ich ja einen Alert gesetzt, damit ich benachrichtigt werde, wenn da die Menge sinkt sozusagen. So, das funktioniert doch hier schon mal ganz gut mit dem zusätzlichen Puffer beim Eisen. Und aus irgendeinem Grund wird scheinbar Stahl weniger. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass wir gerade noch die Schiffswaffen upgraden, richtig? Wie weit ist denn das eigentlich? Oh, gleich fertig. Yes! Wir haben Schiffswaffenstufe 2, und zwar hinten und vorne. Vorne und hinten. Hinten und vorne.
Der Wahnsinn! Es ist absolut unglaublich und ich glaube, damit haben wir jetzt alle Upgrades für das Schiff installiert. Jetzt müsste ich nochmal irgendwie rauskriegen, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Battlescore von meinem Schiff? Kann man sich das irgendwo anzeigen lassen? Weil da gibt es ja hier diesen Score, danach werden ja auch die Piratenschiffe eingerankt. So, hier 180 Battlescore. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um das effektiv rauszukriegen, ist einfach mal in den Krieg zu ziehen, würde ich sagen. Ich glaube, wir fahren da einfach mal hin. Wir haben 103 Arbeiter, wir brauchen 70 Leute schon als Mannschaft, nicht schlecht. Weisen wir die gleich mal zu und würde ich mal sagen, dann schickt mal die Zapfen gleich mal hier nach hinten. Oh, was ist denn das da? Gegend mit Feinden. Zwei Schiffe mit 170 Battlescore, da ist eine Kiste. Dort ist ein Feind, der besiegt werden muss. Weißt du was, dann fahren wir mal dahin. Würde ich mal sagen. Ich will wissen, was das ist. Schlacht, 170 Battlescore, 180 Battlescore. Was hatten wir gesagt? Wie viel war hier hinten an Battlescore? Hier war 430 Battlescore. Ich fahre jetzt dahin. Ich will wissen, was das für eine Kiste ist. Mein Schiff muss da doch durchbrechen können. Hallo, guckt euch mal diesen Oschi an, ja? Mit diesen fetten Kanonen vorne und hinten. Ich meine, wenn sie uns von hinten nehmen, geben wir es ihnen ordentlich. Und wenn sie uns von vorne nehmen, geben wir es ihnen auch ordentlich. Würde ich mal sagen. Das kann sich sehen lassen. So, wie sieht es denn hier aus mit dem Treibstoff? Treibstoff scheint ein wenig wieder in den Defizit zu rutschen, wenn ich das mal sagen darf. Das liegt vielleicht daran, weil hier die Ölreserven gerade schon wieder leer gelaufen sind. Ich glaube, wir müssen mal langsam nochmal eine neue Schicht bei der Ölförderanlage nochmal machen. Oder eine zweite Ölförderanlage in Betrieb nehmen. Ich glaube, das könnte schlau sein, weil irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das Öl nicht mehr ausreicht. Warte mal, mal gucken. Die Raffinerien laufen gerade auf Hochtouren. Und die werden befüllt. Sie werden befüllt. Werden sie schnell genug befüllt, ist die Frage. Ja, sie werden schnell genug befüllt. Hier drüben auch. Hier werden sie auch schnell genug befüllt. Okay, habe ich nichts gesagt. Dann habe ich absolut nichts gesagt. Nee, dann passt das alles. Dann sieht das alles gut aus erstmal. Nur scheinen wir doch einen sehr hohen Treibstoffverbrauch zu haben. Also es pendelt sich gerade so beim Verbrauch um plus minus null. Ah, guck mal an. Da ist eine Flotte. Das ist ja lächerlich. Yes, macht sie platt. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat dem fast die Hälfte abgezogen mit einem Treffer. Der hat den einfach außer Gefecht gesetzt. Geil, wir haben nicht mal einen Schadenspunkt gekriegt. Ich bin gerade ein bisschen wahnsinnig. Wie krass ist das denn? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich hab Samen gekriegt. Ich hab Samen gekriegt. Ich hab Samen gekriegt. Ja, ich hab Samen gekriegt. Hurra! Ich hab Samen gekriegt. Nice. Geil. Okay, also in den Kisten sind immer Samen drin. Hervorragend. Okay, ich fahre direkt nach Hause und liefere meinen Samen ab. Ach, guck mal, da sind Nodes. Das müssen wir noch erkunden. 628 Kilometer away from our island. Oh. Okay, das ist wegen dem neuen Radar, wa? Ah, hier, guck mal, hier haben wir eine Gegend mit Feinden. Ein Schiff mit 100 Battlescore, Struktur gefunden. This location has Sägewerk, nice. Nice Sägewerk, my friend. Let's explore the Sägewerk next. Und da ist nochmal Quarz, my dear friends. 180 Battlescore. Ist das Quarz? Struktur, Quarzbergwerk, ja. Ist genau wie hier unten auch. Das ist ja krass. Jetzt kommen ja hier auch auf der Map voll viele neue Sachen zum Tragen. Das ist ja der Wahnsinn. That's what Spielbär said. Da hat er Dupomat gleich mit Prime abonniert und das gleich 4 Monate, ey. Der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. So, jetzt sind wir angelegt. Jetzt haben wir die Samen bekommen. Samen, meine lieben Freunde. Wollen wir den Samen gleich einpflanzen eigentlich? Ich würde da sagen, wir setzen den Samen doch gleich mal ein hier. Guck mal, wir haben doch hier so geile Felder. Was ist mit meinem Samen passiert? Ich glaube, das sind Platzpatronen gewesen. Oder muss ich das noch erforschen jetzt? Vielleicht muss ich das noch erforschen, warte mal. Müssen wir mal gucken jetzt. Vielleicht ist das jetzt freigeschaltet worden als... Ah ja, okay, Maisanbau, ja okay. Das müssen wir noch erforschen, alles klar, gut. Gut, ich habe nichts gesagt. Dann müssen wir das gleich mal als nächstes Mal, da können wir das Gewächshaus gleich auch mal machen. Nice. Der Wahnsinn. Samen forschen. Ja, ich muss meine Samen erst erforschen. Man fängt immer erst damit an, den Samen zu erforschen, bevor man ihn einpflanzt. So ist das. Nicht schlecht. Battlescore gleich Dock gucken. Da stehen die Schiffswerte. Ist das so? Lalalalala. Ach da, ja stimmt. Trefferpunkte 2900. Kampfwertung ist das wahrscheinlich dann. Ne? 430. Na, gucke mal an. Okay, die anderen da bei dieser Quarzmine hatten 480?
Dann ist er fast ausgeglichen. Da müssen wir wahrscheinlich nur noch die Panzerung upgraden. Dann haben wir wahrscheinlich schon den Battlescore, den wir brauchen, um da durchzubrechen. Nicht schlecht. Ich meine, die kleineren Flotten, die machen wir jetzt schon mit schon kaputt, ohne dass sie irgendwie Schaden anrichten, wirklich. Da können wir gleich nochmal losfahren, würde ich sagen. Ich würde gerne noch mehr Locations jetzt erkunden, solange wir jetzt noch gut im Plus sind hier. Und ich werde jetzt, genau, ich werde jetzt sicherheitshalber mal bei der Ölbohrinsel. Wie viel Arbeit haben wir noch? 33. Was passiert denn, wenn ich da die dritte Schicht aktiviere? 36. Ja, das können wir mal machen. Dann kriegen wir noch schneller mehr Öl. Das sollten wir mal machen, weil ich glaube, es hakt tatsächlich am Öl jetzt aktuell, an der Ölzufuhr. Ja, guck mal, der ist schon wieder leer gezuzelt hier, der Kanister. Das heißt, die Raffinerie wird tendenziell dann jetzt auch eher wieder stillstehen demnächst wahrscheinlich. Wird hier jetzt das Wasser eigentlich abgeführt? Naja, so semi, ne? Ah doch, eigentlich schon. Guck mal, der Container hier ist wieder leer. Sehr gut. Nee, dann ist das, dann klappt das. So muss das sein. So wollen wir das haben. Was ist eigentlich hier mit Erde? Erde wird auch abgeleert. Sand wird aufgefüllt. Ganz nice. Hervorragend. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, wie das hier läuft, wenn ich das mal sagen darf. Hier wird auch immer noch weiter aufgeschüttet. Hier können wir dann mal drüber nachdenken, weitere Frachtschiffe noch zu installieren. Das ist nämlich jetzt hier Land, das wir wirklich tatsächlich auch nutzen können. Und hier hinten hat man ja auch nochmal ein Aufschüttungsgebiet. Oh ja, sehr gut. Da fangen sie auch schon an. Hervorragend. Ausgezeichnet. Nicey nice, meine lieben Freunde. Wie sieht es mit der Kohle aus? Kohle? Ah, das gefällt mir nicht so. Da ist wieder ein bisschen ein Defizit entstanden. Das ist natürlich nicht ganz so. Wir müssen wir auf dem Auge behalten, auf jeden Fall. Wie sieht es hier beim Eisen aus? Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir hervorragend. Hier ist wieder Holzmangel. Der Holzmichel, der lebt anscheinend nicht mehr. Der macht hier irgendwie wieder Quatsch. Kann das sein, der Holzmichel? Was ist mit dem Holzmichel los? Okay. Ah, es sieht aber, er hat aber noch, der Holzmichel. Aber er bräuchte vielleicht noch einen LKW. Was hat denn der für LKW? Der hat zwei von den großen. Vielleicht sollten wir ihm drei geben. Vielleicht sollten wir noch einen LKW bauen. Dann erhöhen wir natürlich den Spritverbrauch, ne? Jeder LKW, den wir bauen dazu, der ist ja dann wieder ein höherer Spritverbrauch am Start. Naja, egal, wir machen das jetzt einfach mal. Holzlieferung stabilisieren ist sicherlich keine schlechte Idee. Machen wir einfach mal jetzt. So, das Schiff ist repariert. Jawohl. Ist repariert. Ist auch aufgetankt und Menschen sind auch drin. Dann los. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren mal hier zu diesem Node. Ich will mal wissen, was da ist. Und dann können wir ja noch mal... Ja, wo fahren wir denn noch hin? Zum Sägewerk? Na, Sägewerk ist eigentlich langweilig. Vielleicht zu der Quarzmine hier unten schon mal. Könnten wir mal machen, weil das ist jetzt kein hoher Battlescore. Das sind nur 180. Das kann man, glaube ich, mal machen. Dass man da einfach mal ein bisschen Stress macht. Schon mal eine Quarzmine erobern ist sicherlich nicht verkehrt. So, unsere Abgasfiltration ist auch bald erforscht. Hatten wir hier eigentlich noch... Oh, guck mal, hier haben wir ja sogar auch noch ein Stufe 4 Labor. Das könnte man natürlich mal auch upgraden, ne? Mit 120 Stufe 3 Teilen und... Ja, das mache ich jetzt mal. Wie viel, warte mal, wie viel Arbeiter braucht das? 24? Das sind 8 Arbeiter mehr. Ja, das sollten wir uns leisten können. Ich mache das jetzt einfach mal. Das leisten wir uns jetzt einfach mal. Dann geht die Forschung etwas schneller wieder. Denn wir wollen ja zur Atomkraft kommen. Das ist ja eigentlich mein Ziel hier in diesem Wahnsinn, dass wir mal zur Atomkraft kommen. Und da habe ich tatsächlich Trinkgeld bekommen hier. Eine kleine Spende von TeamFlow14. 5,70 Dollar und 1,14 Dollar. Dankeschön. So, nochmal hier mit nochmal 1 Euro. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Ich habe nämlich gerade die Alerts aus, deswegen habe ich das jetzt etwas spät gesehen. Aber vielen lieben Dank. Nice. So, meine lieben Freunde. Es sieht sehr gut aus, was hier passiert. Was ist das? Was ist denn der da geladen? Achso, der hat nichts geladen. Ich wollte gerade sagen. Das sah so komisch aus. Hier läuft jetzt auch die Niederdruckpumpe tatsächlich. Niederdruck... Obwohl, nee, sie läuft gar nicht. Warte mal, was ist denn da jetzt wieder los? Ist da wieder irgendwas Falsches drin? Niederdruckdampf, nö. Ist eigentlich richtig. Ist ja komisch. Ist immer noch nicht ausreichend, dass die wirklich mal durchläuft. Merkwürdig, merkwürdig. Aber ich meine, gut, noch wird die Kapazität dieser Pumpe auch nicht gebraucht. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hier ist auch manchmal so ein bisschen so ein Engpass am Start, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Da müsst ihr auch eigentlich auf Maximum Warp laufen, wenn da zu viel Hochdruckdampf ist. Hier so wie das hier. Warum ist das kein Maximum Warp? Nee, Wasser ist nicht das Problem, oder? Guck mal, das läuft doch alles schnell genug voll. Jetzt haben wir ja da auch angeschlossen das Rohr mit dem recycelten Wasser. Da kommt ja jetzt das recycelte Wasser auch mit an. Von hier.
Ich meine, gut, das ist jetzt die Frage, wie stabil ist das? Ah, guck mal, der ist jetzt fertig hier, der Knabe. So, dann kriegt er den jetzt gleich mal noch zugewiesen. Hä, aber komisch, jetzt langweilen sie sich hier wieder. Ah, ist egal, die können ruhig da vollgeladen erstmal stehen bleiben. Es macht nichts. Es macht gar nichts, würde ich jetzt sagen. Vielleicht mal hier wieder das anwerfen. Ach ja, stimmt, diese Anlagen hier wollten wir ja auch nochmal upgraden, kann ich mich erinnern. Hier, wir hatten doch hier jetzt einen großen Überschuss an Zeug. Das sollten wir vielleicht mal machen. Also vielleicht erstmal nicht hier, sondern hier mal die Stufe 2 Produktion mal upgraden. Wie viele Arbeiter brauchten das dann? Ah, warte mal, jetzt habe ich... Moment, jetzt habe ich noch irgendwas anderes... Ah ja, das Forschungszentrum hatte ich geupgradet. Moment, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt keinen Quatsch machen. Keine Befehle. Sind wir schon... Haben wir schon erforscht? Location explored. Menschen und Gummi und Kupfer und Elektronik, Menschengummi. Wir haben Elektronik, Kupfer, Menschengummi gefunden. Nice. Sauber, hurra. Dann fahr gleich mal zurück und liefer mal alles ab. Bevor wir da jetzt in den Krieg ziehen. Der Wahnsinn. Sauber, sauber. Also hier langweilen sie sich jetzt, das meine ich. Das ist sehr gut. Wie sieht es hier jetzt bei der Kohle aus? Langweilen sie sich da auch? Ist da überhaupt noch was zum Buddeln? Ja, ist noch. Okay, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen beim Buddeln. Möbel? Wie sieht es eigentlich mit den Möbeln aus? Stauen sich nicht wirklich. Ist wahrscheinlich ein sehr hoher Verbrauch momentan an Möbeln. Da könnte man überlegen, ob man hier vielleicht nochmal... Oh, die ist ja sogar schon auf Stufe 2. Krass. Könnte man halt überlegen, ob man da nochmal ein bisschen nachlegt jetzt. Also ob man da noch eine Anlage dazu baut. Wie sieht es mit dem Glasverbrauch aus? Glas sind 8 Platten. Und hier werden alle 20 Sekunden 8 produziert. Und hier werden alle 40 Sekunden. Okay, dann produziert er doppelt so viel. Dann könnte die Glasproduktion theoretisch 2 dieser Anlagen versorgen. Ja, das ist natürlich schön. Allerdings müssen wir da natürlich berücksichtigen, wir brauchen ja auch noch Glas für andere Sachen. Fürs Bauen und so. Also wir sollten das nicht komplett verarbeiten lassen. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht, dann hätten wir nichts mehr. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Ich mache jetzt mal hier schnelle Lieferung. Irgendwie passiert da nichts. Irgendwie passiert da nichts. Vielleicht mal auch die Pause ausmachen, dass wir das mal wieder in Betrieb nehmen. Gleich kommen ja noch mal Menschen. Oder sind schon da, okay. Alle Menschen sind schon da. Alle Menschen alle. Okay, dann fahren wir einfach jetzt noch mal wohin. Kann keine Fracht entladen, Schiffsstock ist voll. Das ist ja unschön. Wie kann das voll sein? Können wir das irgendwie erweitern, zufällig? Dass das größer wird? Vielleicht einfach mal ein Lager für Mikroelektronik schon mal bauen. Warum haben wir da eigentlich Rohöl drin? Merkwürdig. Naja, egal. Das ist so das Notfallöl dann. Falls mal alles andere weg ist. Egal. Ich fahre jetzt zum Quarz. Schlacht! Schlachtet sie alle. Los! Durchbrechen, durchbrechen. Die Kohle geht jetzt langsam wieder zurück. Nicht genügend Arbeiter. Warte mal, können wir irgendwas Unwichtiges pausieren zufällig? Etwas, das nicht unbedingt jedes Mal gebraucht wird? Hier vielleicht so eine Fackel? Ne, die Fackel, das ist keine gute Idee. Was können wir denn pausieren? Oder warte, nee, wir pausieren nichts. Moment, wir machen die Regeln hier an. Beim Dings. Einer hat auch irgendwie geschrieben bei YouTube, er kriegt Übelkeitsanfälle, weil die Zooms und Schwenks, die ich hier mit der Kamera mache, gefühlt nur mit 15 FPS laufen. Da kann ich leider nichts dran ändern. Ja, das ist bei dem Spiel so. Das ist leider, leider, leider ist das so, weil das Spiel noch nicht optimiert wurde. Das habe ich auch schon mal erklärt. Ich erkläre es nochmal. Das Spiel ist eine Beta. Es ist nicht Performance optimiert. Das heißt, je mehr ich hier baue, desto mehr wird tendenziell dann die Leistung nachlassen, weil jedes Objekt hier immer mit der vollen Detailstufe dargestellt wird. Ja, da gibt es kein Level of Detail, wenn ich ranzoome oder so. Die Objekte haben immer die gleiche Detailstufe. Und das ist, führt dann dazu, dass man, wenn man weiter wegzoomt und mehr Objekte im Bild hat, dass es dann eben anfängt zu ruckeln. Das Problem hat man übrigens auch gehabt bei Transport Fever. Da war das auch so. Da hatten die Objekte auch immer die maximale Detailstufe gehabt. Und wenn du dann rausgezoomt hast und du hattest eine große Map mit ganz vielen Fahrzeugen und ganz vielen Transportlinien und so, dann hat es immer angefangen, dann unperformant zu werden. Das ist halt, kannst du halt nicht verhindern, ja, weil das kein Level of Detail. Ich vermute mal, die werden das wahrscheinlich dann irgendwann als Performance-Patch mal nachreichen, dass die Gebäude in ihrer Detailstufe einfach reduziert werden, wenn man weiter wegzoomt.
Weil das wird dieses Problem definitiv dann lösen. Momentan ist halt noch nichts mit Optimierung. So, jetzt haben wir geforscht. Nice. So, ich mach mal direkt den Mais jetzt wahr. Denn Labor 2 kann da auch im unabgegradeten Zustand noch mitforschen, glaube ich. Genau. Also ist ja eh, ist jetzt eh geupgradet. Ist jetzt eh, ja. Siehste? Und wir haben den einen Mann, des einen Menschen haben wir bekommen. Dann lass mal hier wieder das jetzt ausschalten, hier die Bevölkerung, Wachstum der Bevölkerung. Weil wir kriegen ja noch Bevölkerung von außerhalb wahrscheinlich, wenn wir jetzt da weitermachen. So, Kohle geht langsam ein bisschen zurück. Das macht mir gerade etwas Sorgen. Muss ich mir hier Gedanken machen gerade. Wir sollten hier vielleicht noch mal einen großen LKW reinpacken, wa? Jetzt haben wir ja Mikrochips gekriegt. Vielleicht dann geht das vielleicht alles noch mal ein bisschen besser. Wenn wir einen von den kleinen einfach ersetzen durch einen großen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich behaupte das jetzt. Warte, wir machen mal einen großen. Das ist der hier. Nein, wir haben 60 und wir brauchen 65. Wollt ihr mich rollen? Oder, nee, Moment. Nee, wir brauchen 60 und wir haben 65. Genau, nee, unten steht das, was wir haben. Ah! Macht sie platt! Ja, er schießt sie, genau. Guck mal, die Waffen haben auch eine viel größere Reichweite. Wir fangen viel früher an zu schießen als die Zapfen. Guck mal, der eine ist schon platt gleich. Nice. Haha, wie er uns anpupst mit seiner komischen Knifte da. Nice. Sauber, sauber. Wir haben gewonnen. Quarzabbau. Juhu! Meine lieben Freunde, wir haben Quarzabbau. Mikrochips incoming, meine lieben Freunde. Zurück nach Hause. Sauber, sauber. Oh, da ist sogar noch ein zweiter. Oh, scheiße, hätte ich gleich hinfahren können. Egal. Habe ich verdengelt. Egal. Ist ja Wurst. Kommt alles wieder. Was Rechtes kommt wieder. So, dann war eine Frage. Die Frage war, was war die Frage? Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte wegen Kohle. Genau, ich wollte den LKW machen. Nicht den LKW, den Bagger meine ich. Ich mache das jetzt hier so mit schneller Lieferung. Da haben wir die Mikrochips nämlich auch gleich aus dem Hafen raus. Dann kann der Frachtschiff kann dann nämlich die anderen Mikrochips auch gleich wieder reinpacken. Hervorragend, nice. Nice, nice. Nimmst du als nächstes die nachhaltige Holz... Das nachhaltige Holz auf der Sägewerkinsel. Das könnte man machen, ja. Ich meine, noch haben wir ja hier Holz auf der Insel. Also noch haben wir hier keinen Holzengpass. Das mit dem nachhaltigen Holz wird halt erst schwierig oder notwendig, wenn wir hier alles weg haben. Weil letztendlich die Bäume hier versperren uns ja auch den Bau. Das müssen wir ja berücksichtigen. Wenn wir da Bäume haben, können wir da nichts bauen. Das heißt, wir sollten erstmal die Insel wirklich komplett leer roden, wie man das so schön macht in Umweltschützerkreisen. Und dann haben wir nämlich eine schöne große grüne Fläche, auf der wir dann Monokulturen anbauen können. Für Biodiesel zum Beispiel. Ist doch eine gute Idee. Ist doch voll ökologisch. Das machen wir einfach, würde ich sagen. Ist doch nice. Lass uns das einfach machen. Und dann, wenn irgendwann die grüne Atomkraft kommt, dann haben wir sowieso ausgesorgt. Ja, dann brauchen wir gar nichts. Brauchen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Grünen Trigger in 3, 2, 1. Nee, es wird alles gut, es wird alles gut. Wir haben ja noch Kohlestrom bis dahin. Kann uns gar nichts mehr passieren. Roden, die Bolsonaro-Lösung, genau. Wir machen es einfach nach der Bolsonaro-Methode. Wir roden einfach alles weg, dann haben wir mehr Platz. Und mehr Geld haben wir auch. Nee, Geld gibt es ja hier eh nicht. Hier gibt's ja, das ist auch interessant, ne? Bei Captain of Industry gibt es keine Währung. Die einzig echte Währung ist die alkoholische Gärung hier. Nicht schlecht, so. Fracht kann er nicht entladen. Schiffsdock ist voll. Wie kann das sein? Wir haben doch da gerade erst Zeug rausgeholt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Eisenplatten werden gebraucht und Stahl. Stahl ist noch gerade im Defizit aktuell. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wird aber schon auch noch durchproduziert hier, der Stahl. Irgendwie fehlt ja der Sauerstoff so ein bisschen. Kann das sein? Weil hier haben wir ja eigentlich eine Überschusslösung gemacht, ne? Kann ich mich erinnern. Priorisiere eingehende Produkte... Eingehende Produkte zu Anschlüssen, die mit X passen. Ne, warte mal, Moment mal ganz kurz. Das ist falsch. Wir müssen, wenn, dann müssen wir das hier machen. Produziere ausgehende Produkte. Kein Wunder, dass das nicht klappt. Und dann müssen wir entsprechend das hier oben wieder rausnehmen. Aber vielleicht sollten wir die auch mal upgraden, ne? Wir können ja jetzt auch die Schmelzöfen upgraden. Aber da war ja die Aussage, da müssen wir vorher einen Schredder bauen für das Erz, ne? Das wäre aber vielleicht gerade hier bei der Stahlverarbeitung, wäre das vielleicht noch ganz schlau, das zu machen. Generell mal die zu erweitern, wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht.
Ich muss noch gerade mal kurz wegen dem Kohleproblem gucken. Ist jetzt hier der Bagger eigentlich fertig? Ja, gleich. Den weisen wir jetzt erstmal zur Kohle zu. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Wenn ich jetzt irgendwas anderes mache, vergesse ich das wieder und dann... Dann ist wieder alles weg. Solange du die Bäume auch verarbeitest und nicht direkt abfackelst, Regenwald, ist alles in Ordnung. Ich verarbeite die Bäume. Ich mache aus jeder Faser, mache ich was Geiles. So, hier. Guck mal, da ist er. Kleinlaster kann das Ziel nicht erreichen. Was, wer? Wo will er denn hin? Der will da hin. Die können da nicht mehr zu... Die können da nicht mehr zu dem Lagerhaus hinfahren. Okay, warte, da haben wir wohl ein Problem, wa? Okay, ich weiß, glaube ich, wie ich das mache. Warte. Wir können da ja noch ein Band hinlegen, was das dann da reinfüllt. Warte mal, wenn wir das zum Beispiel... Na gut, hier müssen wir freilassen, wurde ja immer gesagt. Wenn wir das hier hinbauen, so. Neben die Anlage, können wir eh nichts weiter hinbauen. Warte, dann mach das gleich so. Mach gleich noch eine dahinter, so. Moment mal, er will das da reinliefern, ne? Dann mach doch einfach... Ne, warte mal, wir drehen das hier nochmal um. Abbrechen. Wir drehen das nochmal um. Machen das so rein. So von hinten. Von hinten ist besser. Habe ich jetzt entschieden. So, immer nach Vorliebe. Und dann... Flaches Förderband 2. Ne, ein Zweierband. Nee, so schnell wird da nichts produziert. Ne, warte, dann machen wir das so. Komme ich da ran, da vorne? Komme ich da rein? Sieht gut aus. Ja, okay, funktioniert. Können wir es hochlegen? Ja, so. So einfach mal so über Kreuz und quer einfach. Und dann einmal schnelle Lieferung machen und dann Bläh drücken. Weil die müssen es ja dann auch abholen können, wenn da produziert wird. Also wenn jetzt was bauen mit dem Gummi, Förderbänder zum Beispiel, machen keine schnelle Lieferung, müssen sie ja in der Lage sein, das Gummi auch abzuholen. Wenn sie da nicht mehr ranfahren können, ist es natürlich schlecht. Kleinlaster kann das Ziel nicht erreichen. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verkackäppeln hier? Wieso eigentlich nicht, frage ich mich. Okay, das ist wohl nicht so gut. Da kommen sie wirklich nicht mehr hin, also gar nicht mehr. Dann hilft ja nichts anderes, als das Ganze hier noch weiter nach vorne zu nehmen. Da machen wir noch ein flaches Förderband darüber jetzt hier. Warte. Ja, guck mal, da so quer durch, genau. Hier so vorbei und dann da so hin. Warte. Ich hab's gleich. Mann, das in einer Linie zu bauen, ist auch manchmal eine Herausforderung, ich sag's euch. Nee, so nicht. Weiter nach hinten. Und dann da unten rein. So, und dann machst du schnelle Lieferung. Wieder einmal Gummi einstellen. Schnelle Lieferung. So, genau. Und dann machen wir einfach noch eins davor. Also ich glaube, das größte Lager ist jetzt das Gummilager. Also wenn das sich nach hinten aufstaut, dann haben wir da eine ordentliche Reserve am Start. Nicht schlecht. Bau doch das Lager auf der rechten Seite von dem Anlagenpark. Ja, hätte man auch machen können. Ist jetzt aber, ja, habe ich jetzt so gemacht. Ich reiß das jetzt nicht nochmal ab. Mach jetzt nicht. Ich lasse das jetzt so. Guck mal, da brauche ich wieder Holz. Und da kommt er auch wieder angefahren mit Holz. Nice. Wunderbar. Da hat er es reingestopft. Nice. Holz ist wichtig. So, fehlt denn jetzt noch was? Kohle fehlt. Es fehlt immer noch Kohle. Ja, oh, scheiße, aber sowas von. Aber sowas von fehlt hier Kohle. Warum? Was ist da los? Moment, habe ich jetzt den... Jetzt habe ich den mit dem Bagger vergessen. Jetzt habe ich das vergessen. Ich raste aus. Hier, einen großen Bagger. Schnell. Schnell reinbaggern. Baggern die gerade nur Abraum? Ich glaube, die baggern gerade nur Abraum. Kann das sein? Ich raste aus. Gut, dass ich diesen Kohlepuffer da noch gebaut hatte. Aber... Verdammt nochmal, ey. Dann lasse ich die jetzt alle da drin. Würde ich sagen. So, kommt der da jetzt hingefahren? Findet der den Weg? Oh Gott, der braucht noch vor lange darüber. Dieses verdammte Gummilager hat mir jetzt total reingekrätscht hier. Mist! Fahr schneller, Mann! Können Sie nicht schneller fahren? Los, fahr! Du musst schnell sein. Du musst dich beeilen. Wir haben nicht ewig Zeit. Oh Gott, ja, fahrt ineinander, genau. Fahrt einfach ineinander rein. Fahrt einfach durcheinander, ineinander und miteinander. Kommt der da jetzt da lang? Okay, der muss doch mal den ganzen Weg da außen rumfahren, oder?
Ja, er muss wirklich den ganzen Weg außen rumfahren. Das ist natürlich abenteuerlich. Solange er da noch reinkommt, beschwere ich mich nicht. Weil, wie ist denn hier diese Bagger-Aktion hier? Okay. Hier sollten sie mal baggern. Das ist wieder diese dumme, das ist so dumm. Die stellen sich immer alle an dieselbe Stelle. Weißt du, wenn die ein bisschen mehr sich verteilen würden, einfach mal einer vielleicht auch mal dahin und einer mal dahin, dann würde sich das mit dem Abraum mehr verteilen. Aber wenn sie natürlich alle gemeinsam an einer Stelle baggern, wo kaum noch was ist, naja, dann ist es natürlich klar, dass da keine Kohle reinkommt. Das ist ja logisch. Was soll auch anderes passieren? Ich kann die nicht umplatzieren manuell. Es geht nicht. Ich kann die nicht sagen, hier, fahrt doch mal dahin. Da sind sie leider zu doof für. Aber wenigstens haben wir jetzt den großen Bagger bei der Kohle. Es war, glaube ich, genau richtig, dass wir das gemacht haben jetzt. Ach, aha, guck mal. Man muss nur meckern. Man muss nur mal richtig meckern. Und was machen sie dann? Da machen sie es richtig. Ich dachte so nach dem Motto, ja, na gut, dann fahre ich halt auf die andere Seite. Dann mache ich halt das auf der anderen Seite. Dann mecker doch nicht gleich so. Er soll aufhören zu brüllen. Oh, was macht er denn jetzt? Moment mal ganz kurz. Er muss, glaube ich, um das ganze Loch einmal drumherum fahren. Ja, Weltreise ist auch was Schönes, habe ich gehört, ja. Definitiv. Und hier rutscht gerade die Erde ab. Voll der Hang, der da entstanden ist. Voll der Hang zum Hang gerade. Die Südflanke der Kohlerampe mit in den Abbau nehmen. Die Südflanke? Welche Südflanke? Was ist damit gemeint? Südflanke. Die hier oder was? Ja, das könnte man auch machen. Aber das ist, glaube ich, nicht so viel. Das sieht nur so viel aus. Ich würde da einfach tendenziell die Rampe einfach noch verbreitern nach unten wahrscheinlich. Oder irgendwie von hier unten. Nee, wir müssen dann von hier unten eher so hier rein und dann zurückgraben wieder. Das wäre schlau. Jetzt muss der hier erstmal ankommen. Aber guck mal hier, das ist auch cool, dass da der Abraum direkt jetzt nebenan ist. Das geht auch voll schnell, dass die hier das Land aufschütten irgendwie. Guckt euch das mal an. Schon ein bisschen geil. Mein Gott, jetzt ist er endlich angekommen. Der Behemoth ist angekommen. Wir haben aber echt einen Kohlemangel jetzt. Wir haben vor allem auch jetzt einen Strommangel gleich. Die Turbinen kriegen nicht mehr genug Energie hier. Gott sei Dank haben wir diese Schwungräder installiert. Die jetzt da ein bisschen einen Puffer... Jetzt sag nicht, du stellst dich da... Ja, genau. Dann stell dich halt da in die Ecke, genau. Wie viel Kohle ist denn da überhaupt noch? Okay, da ist sogar noch welche. Ich werde ja wahnsinnig. Und da ist nicht mal Abraum dran. Das heißt, der LKW da, der ist dann ja gleich schon direkt voll mit. Das ist ja gut. Nee, dann hat er alles richtig gemacht. Das ist alles toll, wie er es macht. Ich bin begeistert. Was macht er denn jetzt? Warum fährt er jetzt woanders hin? Da war doch noch Kohle. Oder hat er schon alles weggefarmt? Komisch. Los, steck alles rein. Mach sie voll. Mach sie richtig voll. Lass schräg nach unten aufschütten, damit du auf Level 2 plus kommst, okay? Schräg nach unten. Schräg nach unten aufschütten, damit ich auf Level 2 plus komme. Aber da sind die ganzen Felsen im Weg dafür, glaube ich. Wie weit habe ich denn hier aufgeschüttet? Hui, ja gut, wir müssen, glaube ich, eh bis vorne hin anschütten, weil ich glaube, die können aus dem Ozean nicht abbaggern. Das heißt, wir müssen das erstmal bis hierhin auf die Höhe bringen, weil sonst können wir da keinen Dock bauen oder so. Dann können wir die Fläche gar nicht nutzen. Also, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass es so ist. Weil ich glaube, durch diese Klippen kann kein Schiff fahren. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Und wegkriegen wir sie nicht. Ich glaube, es gibt keinen Schwimmbagger. Okay, jetzt haben wir hier einen LKW-Mangel. Das ist natürlich auch nicht so gut. Machen wir mal einen noch hinzu. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.